ihr Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute habe ich wieder einen großen, großen Action-Call getätigt mit ein paar Weight Watchers-Sachen auch dabei. Es ist nicht so super viel, aber der ein oder andere Tipp ist auf jeden Fall für alle dabei. Ich würde sagen, wir starten direkt mal und ich mache es echt verbeet einfach, würde ich sagen, damit wir... okay. Ich sehe es gerade schon, das musste ich naschen, weil ich habe heute Cheat Day, ja. Und ja, ich liebe Milka Tender und das war irgendwie gefühlt mein Frühstück. Ich war so hungrig, als ich da rauskam. Ich war irgendwie anderthalb Stunden bei Action. Und ich musste die einfach direkt essen. Die sind echt nicht punktefreundlich, Leute. Wenn euch meine Cheat Days interessieren, guckt gerne auch nochmal in dieses Video rein. Da erkläre ich das so ein bisschen, wie ich das handhabe. Ich liebe die Süßigkeitenabteilung einfach bei Action. Das ist so eine große internationale Auswahl einfach, die man sonst nirgendwo findet, finde ich immer. Das ist richtig toll. So, dann habe ich was für die Kinder auf jeden Fall mitnehmen müssen. Und zwar ein Tauchspiel. Da ist so ein kleiner Kescher bei mit so Fischen. Und die können die rausholen. Fand ich total niedlich. Ja, Preise sind halt bei Action immer ziemlich günstig, wie ihr sicherlich wisst, ne? Ja, und wo wir bei den Süßigkeiten sind, Reese's. Die haben die nicht immer da. Und zwar sind das diese Butternut, nee, wie heißen die? Peanut Butter Cups. Die sind einfach die leckersten. Den anderen Kram von Reese's mag ich ganz gern, aber die sind geil. Ich würde das aus Spaß einfach mal gerne scannen gleich. Ich glaube, das ist unmenschlich, was es an Punkten hat. Dann fand ich richtig cool, weil den benutze ich sowieso immer, diesen Samtschaum von Sagrotan. Die sind echt nicht günstig. Und ich will ja so ein bisschen auf Verpackungen jetzt achten. Und ja, die hatten halt so einen Nachfüllpack. Ich glaube, 1,89 oder so hat es gekostet. Also echt günstig. Da hat man 250 Milliliter drin. Und ich hoffe, das funktioniert auch so. Man weiß ja immer nicht so genau, ne? Dann habe ich dazu auch noch so einen Schaum für unten. Dann habe ich überall diesen Schaum jetzt ja, so einheitlich. Und zwar für die Küche hier so einen grünen mit Aloe Vera. Sonst habe ich ja immer den mit Rose oder den Kirschblüten. Rose habe ich doch gar nicht. Jetzt vertue ich mich gerade. Ach doch, das ist der wohl. Kirschblüte und Rose. So, ich denke gerade schon, habe ich das Falsche mitgenommen. So, jetzt mal so ein Weight Watchers-Tipp. Und zwar haben die bei Action dieses Cognac-Zeug. Cognac ist so ein, was ist das, ein Schwamm? Glaube ich. Oder ist das eine Wurzel? Sowas in der Art, auf jeden Fall irgendwas Weiches, Glibberiges. Und daraus kann man halt Low-Carb-Nudeln bzw. Reis machen. Und Action hat es immer da. Ich weiß, dass es in ganz vielen Supermärkten noch nicht angekommen ist. Und da hat das Ganze einfach mal nur 7 Kalorien, dieses Paket. Also super, super wenig. Geschmackssache, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht identisch oder man kann es auch nicht wirklich mit Nudeln vergleichen. Aber man hat so... Ja, wenn man eine geile Soße dabei hat und die wirklich ein bisschen anbrät, so kann man es echt gut essen. Und halt wirklich sehr, sehr punktearm. Quasi null, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, darf es ja hier wieder nicht nennen. Dann habe ich was Schönes gefunden. Und zwar so habe ich ein paar Kulissen für meine Instagram-Posts gesucht, damit ich da ein bisschen professioneller werde. Ich sehe mal die ganzen tollen Fotos, dann fehlt mir irgendwie immer eine Kulisse, keine Ahnung. Und dann musste ich das jetzt einfach mal so mitnehmen. Und habe ich so coole Tücher gefunden. Achso, falls ihr mir bei Instagram noch nicht folgen solltet oder noch nicht reingeschaut habt, ich stelle da immer ganz viele Weight Watchers Rezepte um. Viele model ich so auf dem Thermomix auch um, könnt ihr gerne reinschauen. Ich verlinke euch das hier in der Infobox, nur auf dieses kleine Pfeilchen drücken, dann kommt ihr dahin zu dem Link und ansonsten einfach Testy Tasty angeben. So sehen die aus, sind so verschiedene Muster. Ich fand dieses Dunkelgrün sehr, sehr schön. Ich hoffe, das färbt nicht allzu krass aus in der Waschmaschine. Und ihr wisst, ich liebe die. Ich nehme die jede Woche zu meinem Cheat Day mit von Real. Und jetzt gab es die halt wirklich von Action, beziehungsweise sind die von Action? Schoko Moment, ich denke, das ist eine eigene Marke einfach. Schokolade und Kokosnuss, das ist einfach die geilste Kombi, die es gibt, Leute, oder? Liebt ihr das auch so? Mein Mann isst zum Beispiel gar kein Kokosnuss. Also wir sind da echt ein bisschen verschieden, sag ich mal. So, dann habe ich schon mal was vorbereitet, denn wir haben bei Instagram einfach 10.000 Menschen, die mir folgen. Das ist so heftig und ich danke euch ganz herzlich dafür auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr meine Rezepte so feiert und mit mir so meinen Abnehmweg geht. Es sind übrigens mittlerweile schon 8,9 Kilo. Ja, richtig, richtig krass und ja, da habe ich mir gedacht, so, ach, mache ich mal ein richtig schönes Foto irgendwie und habe mir hier so, so ein 10er-Ballon-Set gekauft. Da habe ich auch noch irgendwas bei gehabt und das finde ich jetzt gerade nicht. Das werdet ihr dann gleich sehen. Mal gucken, was draus wird.
Backpapier brauchte ich unbedingt, das habe ich jetzt einfach da schon mal mitgenommen. Das ist auch echt gut, muss ich sagen. Und ich brauchte eine Küchenwaage und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen meckern. Ich weiß, viele schwören auf ihre Thermomix. Ich liebe meine Thermomix. Ihr wisst ja, ich habe den 5er und den 6er. Ich finde die mega geil. Das Problem ist, die sind einfach ständig im Eimer. Das ist mein Problem. Also der 5er ist jetzt das zweite oder dritte Mal in Reparatur, immer wegen der Waage. Und den 6er musste ich auch schon einschicken. Und ihr wisst, wie kurz der 6er erst draußen ist, ne? Das riecht mich richtig, richtig auf. Das ist echt so traurig. Also wenn die das nicht mal in den Griff kriegen, ich weiß nicht. Also ich glaube, da sind ganz schön viele sauer. Also ich bin mal gespannt. Ich muss meinen 5er jetzt auch noch einschicken, ob das auf Kulanz geht. Sollte das nicht auf Kulanz gehen, wird es, glaube ich, das letzte Mal sein, dass ich mir einen Thermomix gekauft habe. Beziehungsweise habe ich sie mir ja immer erarbeitet. Da ich den irgendwie ein paar habe ich verkauft und habe den dann umsonst bekommen. Ich habe ja auch lange als Teamleitung da gearbeitet und so. Aber das macht mich schon sauer, dass es so krass ist einfach. Also das ist schon heftig und vor allem für den Preis, weiß ich nicht. Und das ist traurig, denn ich habe 2 Thermomix in meiner Küche und muss eine Küchenwaage von Action mit daneben stellen. Ist das nicht traurig? Scheiße ist das. Sonst, aber ich liebe meine Thermomix, außer diesen Kackfehler einfach, sag ich mal so, ne? Dann habe ich noch was mitgenommen und zwar sowas gönne ich mir halt wirklich nur an den Cheat Days, weil will ich da ein von essen an meinen normalen Diättagen, Leute, ich sag's euch, ich wäre sofort süchtig und müsste die ganze Theke, die ganze Tüte auf. Also ich war schon wieder bei unserer flanken Theke aus der Metzgerei. Wir haben ja diese Null-Punkte-Würstchen erfunden und Null-Punkte-Leberkäse, was weiß ich, was da jetzt alles noch kommt. Ja, deswegen bin ich da gerade ein bisschen, ich kriege nur Nachrichten, Wahnsinn, ehrlich. Das fand ich mega schön, so als, für so ein Foto oder so, richtig cool. Ja, so ein Blatt-Teller aus Gold. Ich glaube, der hat so 2,99 oder so gekostet, also, ups, echt günstig. Und Leute, irgendwie besteht das halbe Ding hier nur aus Essen heute. Und dann habe ich dieses Brotkiswaffel, die liebe ich so aus Holland, mitgenommen. Und die gab es im Mini-Format, voll geil. Ich muss das mal checken, wie viel die so haben, weil ich finde, so eine Mini-Waffel reicht mir eigentlich schon von sowas, ob ich sowas nicht auch mal an einem Weight Watchers-Tag essen könnte. Denn die sind immer sehr sättigend, finde ich. Und vielleicht mit Honig haben die gar nicht so viel. Und dann könnte man sich doch mal eine gönnen. Dann habe ich mitgenommen so ein schönes, wie gesagt, ich brauchte Kulissen und das fand ich halt auch mega cool. Das ist eigentlich so ein Geschirrtuch. Fand ich voll schön, voll riesig irgendwie auch. Finde ich geil für den Backofen. So, das hat auch so eine Frottee-Seite hinten. Und dann brauchte ich eine Auflaufform. Achso, bezahlt für alles habe ich übrigens 38,30 €. Eine Auflaufform. Ich hatte 2 so Glas-IKEA-Auflaufformen. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ich habe die wahrscheinlich wieder irgendwo mit zu einer Party oder zu irgendjemandem mitgenommen und nie wieder bekommen oder so. Und habe mir jetzt eine neue Auflaufform, so eine kleinere geholt. Also nicht eine kleinere, aber so eine, ich sag mal, eine Familienauflaufform für uns hier. Mal wieder was zum Naschen. Leute, ich sag euch, die Cheat Days eskalieren übelst. Guckt euch das Video an. Guckt mal. So, da ist auch der andere Ballon. Und zwar Happy. Das wollte ich halt mit diesem Zehner da kombinieren. Dann habe ich so ein cooles Glas gefunden, so ein Summer-Drink-Glas, weil ich ja auch oft Shakes mache oder irgendwelche Slushies oder so. Dann habe ich auch mal was Schönes für Fotos, habe ich mir gedacht, ne? Für euch, damit ihr nicht immer nur denselben Kram seht. Ein Wasserball habe ich mitgenommen für den Pool. Wir gehen gleich schwimmen auf jeden Fall bei dem Wetter. Ist ja übel, ist für euch auch so heiß, Leute. Und dann nochmal so ein cooles Tuch, The Healthy Kitchen. Also das passt ja wohl mal mega gut, oder? Richtig, richtig prima. Fand ich total süß, The Taste. High Quality Time. Und als allerletztes nochmal so ein Drinkglas. Voll süß, wie so eine kleine alte Milchflasche, oder? Richtig niedlich finde ich das. Ja, das war mein Action-Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr könnt das spielen. Daumen nach oben da lassen. Kommentar verfassen. Und natürlich das Abi-Knöpfchen. Abi ist durch, oder? Abo-Knöpfchen drücken, falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals werdet. Denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Kostet auch natürlich nichts. Ne? Ist alles kostenlos für euch. So, das war's, ihr Lieben. Ich werde hier mal so ein bisschen stöbern und schon mal so ein bisschen zusammenstellen. Sagt tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.